Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Er hat schon in jungen Jahren viel auf die Beine gestellt. Nach einer Karriere in der Pharmaindustrie gründete er sein eigenes Unternehmen, das heute mit 500 Standorten in 80 Ländern erfolgreich am Markt agiert. Seine Führungserfahrung zieht er nicht nur daraus, sondern auch aus seiner praktischen Erfahrung als Schiedsrichter im DFB. Herzlich willkommen, Professor Dr. Nils Brabant. Hallo Stefan. Reden wir über Führung. Wer glaubt, dass Vertriebsleiter den Vertrieb leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Was ist dran an diesem einigermaßen alten und bescheuerten Spruch? Ja, genau, einigermaßen alt und bescheuert mag es vielleicht treffen. Trotzdem ist mehr dran, als die meisten glauben. Also, was ich immer wieder gerade auch im Consulting sehe, ist, dass Vertriebsleiter im Endeffekt weniger leiten als vielmehr anweisen. Das heißt also, was man eigentlich machen sollte, den Leuten eine Richtung vorgeben, klare Zielvorgaben und eben dann als Führungskraft so agieren, dass die Leute einem wirklich folgen, wird im Endeffekt fast eine strichlistenartige Führung an den Tag gelegt. Das heißt, den Leuten wird gesagt, wenn du pro Tag 5 Kundenkontakte machst, 50 Anrufe machst, 2 Termine vor Ort, hast du auf jeden Fall einen Abschluss. Und die Leute wundern sich dann meistens, warum dann doch die Erfolgsquote sich, sagen wir mal, übersichtlich gestaltet, um es ganz freundlich auszudrücken. Und wir werden genau an diesem Punkt oftmals zur Beratung gerufen, weil die Leute in der Sackgasse landen. Das heißt, eine Firma hat einen Vertriebsleiter durch, setzt den zweiten ein, setzt den dritten ein. Spätestens in der Quote hören wir dann von den Mitarbeitern, die halt einfach sagen, ja komm, ich habe hier 3 überlebt, der 4. und 5. den schaffe ich auch noch. Also stell da vorne jemanden hin und den Rest schaffe ich schon irgendwie. Und genau an dem Punkt werden wir halt zum Consulting gerufen, denn da merken Firmen halt, dass einfach mittlerweile die Quote von durchgeschleusten Mitarbeitern einfach irgendwann zu teuer wird. Meistens ist der Effekt, dass eine hohe Mitarbeiterfluktuation besteht von Leuten, die durch extrem harte Vertriebsleiter frustriert werden. Das heißt, die wechseln dann einfach in eine andere Branche, weil sie andere Angebote haben. Nachteil ist, die Schlechten bleiben immer und die Schlechten überleben auch den schlechtesten Vertriebsleiter. Also die sind einfach derartig hart gesotten, völlig egal was passiert, die bleiben dort. Und wenn man die dann aus welchen Gründen auch immer irgendwann kündigt, freistellt, wie auch immer, ist auf jeden Fall ein Rechtsverfahren mit garantiert. Und das heißt, am Ende einigt man sich ohnehin außergerichtlich auf einen Vergleich, hat noch Kosten für eine Abfindung oder ähnliches. Das heißt also, Vertriebsleitungen habe ich wirklich in einer leitenden Position ganz, ganz selten erlebt. Und noch viel seltener, muss ich leider sagen, in Großkonzernpositionen. Also eine Geschichte, die ich selbst dazu erzählen kann. Wir wollten gerade letztens bei einer Firma Server kaufen und wir rufen dann an. Ich werde 3-mal verbunden, bis ich endlich bei jemandem bin, der mir dazu eine Aussage machen kann, der mich als allererstes fragt, und ich spreche hier von einem DAX-notierten Konzern, der fragt mich als allererstes, haben Sie eine Kundennummer? Dann sage ich natürlich nein, weil die haben wir noch nicht. Woher soll ich die auch haben? Ich bin noch kein Kunde. Und dann bekomme ich als Antwort, dann kann ich Ihnen ohnehin nichts verkaufen. Also so möchte ich mal arbeiten irgendwie und das noch Vertrieb nennen dürfen oder Vertriebsleitung, indem ich dem Kunden sage, Sie haben keine Nummer, ja, dann holen Sie sich erstmal eine. Daraufhin bekomme ich eine Nummer, an die ich mich wenden muss, die mir dann einen Link zuschickt, wo ich mich registrieren muss, um 3 Tage später eine Ablehnung der Kundennummer zu bekommen, weil ich in einem Feld einen Tippfehler drin hatte. So, also von daher, das ist so ein ganz typischer Punkt, wo man wirklich merkt, dass einige eher Vertriebsverwaltung als Vertriebsleitung machen. Okay, also arbeiten wir nochmal den Unterschied raus zwischen Leitung und Führung bzw. Anweisungen geben. Ein Stichwort bei dir ist auch das Thema Nachhaltigkeit, ja, in Vertrieb und Führung. Das klingt für mich so ein bisschen nach Rapsöl und Heizpellets. Aber was hat das jetzt mit Führung im Vertrieb zu tun? Wir haben ja auch einen Vertrieb. Das ist ja nun mal ganz klar. Also als ich merkte, meine Firma wurde größer, war mir klar, ich brauche einen aktiven Vertrieb. Und wenn ich im Vertrieb arbeite, muss ich Ziele setzen. Wenn man jetzt bei Vertriebsschulungen das Wort Ziele in den Mund nimmt, lehnen die meisten sich zurück und sagen, so, jetzt kommt das Übliche, irgendwie setzt ihr das Ziel, dann schreibt das Ziel auf, hängt es an die Wand, hakt es irgendwie ab, dann macht man noch 2, 3 dämliche Spielchen mit dazu und am Ende hat man viel Geld für ein Vertriebstraining ausgegeben, was keiner irgendwie brauchte. Zielsetzung, und das ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Vertriebsleitung, folgt ganz klaren Regeln. Also, wenn mir Zielsetzungen vorgelegt werden, das allererste ist kurz, knapp, konkret. Wenn ich gerade bei Großkonzernen auch wieder Zielsetzungen lese, haben die eine unglaubliche Länge. 5 bis 10 Seiten sind keine Seltenheit. Und darin sind dann so tolle Ansätze wie möglichst gute Qualität dem Kunden liefern oder nachhaltige Kundenumsatzsteigerung, was auch immer das sein mag. Nachhaltige Kundenumsatzsteigerung. Das heißt also erstmal, die Ziele sind überhaupt nicht messbar und dann sind sie auch nicht einheitlich messbar.
Das heißt also, von einer Abteilung zur nächsten, obwohl die sehr ähnliche Dinge tun, werden völlig andere Kennzahlen erhoben. Und wenn ich dann frage, warum, wird mir gesagt, ja, also die Umsetzung, das darf jede Abteilungsleiter jetzt selber machen. Da machen wir keine Konzernvorgaben. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.